Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich bin es gerade mal einfach hier hingefahren zum nächsten Auftrag von NCPD. Also beziehungsweise dem nächsten Verbrechen. Und offensichtlich bin ich gleich schon ins Wespennest hineingestochen. Kurz mal Versorgung machen. Okay. Wir sind gerade ein paar. Einer lebt mindestens noch. Hier sind noch zwei. Okay, wo auch immer der Typ ist. Keine Ahnung. Okay, wahrscheinlich offensichtlich ist eine Frau, ne? So, ich glaube, das war es jetzt. Scheiße, was ist denn hier los? Okay, warte kurz, eine Einladung. Mach dich bereit zum Raven im Lagerhaus unten beim Lower Tunnel. Hey Dorfköppe, vor euch liegt eine weitere Nacht mit den, besten Boostern, Beats und Banks. Halb angekommen? Dazu? Dann kommt dazu. Wir wissen, dass du es willst. Unsere Line-Up. Fünfstündige Aufwärmrunde mit Seed. Dann ein wilder Ritt bei 200 BPM mit Mr. Skin. Und zum Schluss Everyone's Darling Laser X. Mach mit beim ultimativen Trip in die dunkle Zukunft. Naja. Ja, dunkle Zukunft. War's offensichtlich. Da haben sie wohl ein bisschen zu viel geraved. Obwohl das wahrscheinlich nicht ihre Schuld ist. Und wahrscheinlich einfach beim Raven abgeschlachtet. Was ziemlich böse ist. Gehst du zu einer Party und dann stirbst du einfach. Ohne wahrscheinlich irgendwelchen Wagensinn. Aber du warst halt da. Und deshalb warst du an der falschen Zeit. Am falschen Ort. So. Quick Hack Schemata. Auf der kurzen Thumbnail ungefähr etwa so. Sieht doch gut aus. So. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Alter, mit dem Messer einfach abgeschlachtet.
gesendet und 13 Benutzer. Okay, Leute, Zeit, ein paar Idioten hinzuzumachen. Reiche Kids von Spaß, ein bisschen Gefahr und eine Party von der richtig aufregenden Sorte können sie haben. Schnappt euch euer Zeug, es ist Erntezeit. Diese Schmarotte sind wandelnde Geldsäcke. Wir müssen sie uns nur holen und wie reife Pflaumen pflücken. Die Party steigt im Lagerhaus unten beim Lobertunnel. Scheiße. Das hörte sich ein bisschen an wie Purgen, finde ich. Was ihr vielleicht diese Filme kennt von die Purge-Filme. Hat irgendwie so einen faden Nebengeschmack von dem. Mies. Echt mies, was hier immer passiert. Das ist auf jeden Fall unten. Nicht auf der Autobahn. Dann gibt es noch die zwei und die zwei. Mal schauen, was dort auf uns wartet. Wahrscheinlich nicht viel Besseres. Okay, da wird schon geschossen. Ich glaube, hier hinten links war's. Kurz hier in diese Waffe. Falsch. Richtig. Kurz mal schauen, was wir hier so haben. Um den Inventar wieder ein bisschen aufzuräumen. Und vor allem, weil diese Waffe ein bisschen nervig ist. So, ja, die hier. Weil die Feuerrate ist ein bisschen weird. Irgendwie nur so 5 Schuss und dann wieder 5 Schuss. Und dann ist wahrscheinlich die hier viel besser. Thermalschaden. Sieht zumindest schon mal besser aus. Kurz mal Verseuchung. Sorry, falls man übrigens hört, dass der Controller immer vibriert. Der liegt halt auf dem Tisch. Und wenn ich da was treffe, vibriert der Controller. Oder etwas in die Luft jagt. Und das neue Mikrofon. Mit dem neuen Mikrofon hört man ja ziemlich viel. Oh shit. Ein Sniper. Okay, mindestens jemand lebt noch. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Das lief ziemlich gut. Einfach. Vor allem schön, dass hier überall diese Explosionsdinger sind. Im Auto ist nix. Was ist denn hier Schönes?
schöne Sniper. Hallo? Ein Gespräch zwischen Wilson und Billy. Okay, Jones. Wir haben ein kleines Problem. Wir sollten uns ja den Container am Dock holen, ne? Dieser Wichser Diego hat ihn stattdessen zum Lagerhaus in Rancho Coronado geschickt. Jetzt müsst ihr eure Ärsche dann runterschaffen und unser Zeug holen. Bewegung, und sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Okay. Interessanterweise ist die wieder Diego. So kommt Diego wieder vor. Wir hatten ja im letzten Part schon mal was mit dem Diego zu tun. Ich glaube, das war das Haus. Also von einem anderen NCPD-Auftrag. Spannend. Dann offensichtlich hängen hier ein paar Dinge zusammen. Das Radio finde ich übrigens eine ziemlich coole Sache, die hier CD Projekt Red eingebaut hat. Bringt ein bisschen mehr Abwechslung ins Spiel, finde ich, wenn man auch während dem Lauf Radio hören kann. Hat was. So, das haben wir auch. Dann gibt es noch diesen hier und die zwei. Vielleicht bringe ich alles noch in eine Folge, mal schauen. Hier gibt es auf jeden Fall viel Gang-Aktivität, wenn man sich so die Minimap anschaut. Das ist hier links. Ich parke mal hier auf der Straße. Einerseits gibt es hier Leute. Kurz mal wirken lassen. Ja, also eigentlich sollte ich mir danken. Aber stattdessen kommt die Polizei. Und noch mehr Gegner. Erkennungsmarke. Irgendwo da hinten ist jemand. Schade, leider konnte ich nicht alle retten. Die Polizei hilft auch nicht. No, jetzt nicht noch die Polizei, Mann. Stecke mich mal kurz. Dann habe ich gerade keine Lust drauf eigentlich. Aber es sollten ja gleich wieder weg sein, hoffentlich. Komm schon. Sterne blinken nicht. Jetzt blinkt der Stern, okay. Da geht es ein bisschen ab da draußen.
ist wahrscheinlich von dieser einen Mod hier. 90 Life heißt sie, glaube ich. Da gibt es ja viel Gangaktivität in den Gebieten. Schätze mal, es kommt von da. Sorry. Enemy cut. Könntest du bitte sterben, danke. Natürlich wieder die Polizei am Arsch. Muss das so sein? Und hier haben sie wahrscheinlich einfach obdachlos abgeschlachtet. Komm schon weg mit dem Stern, bitte. Gut, danke. Sieht zumindest ein bisschen so aus. Wieder ein Gespräch zwischen John Shipman und Bradley Burroughs. Dr. John Shipman, Entschuldigung. Patient 98178 ist entkommen. Er stellt eine Gefahr für sich selbst und andere dar. Bitte schicken Sie uns die Patientendaten. Anhang abgelaufen. Hier. Er versteckt sich bestimmt da, wo wir ihn gefunden haben, im Obdachlosencamp. Der Patient ist nicht sonderlich intelligent und könnte sich aggressiv verhalten. Wir sind vor Ort. Wir können Patienten 98178 nicht identifizieren. Nehmt jeden dort mit. Jeden? Ja, wir identifizieren ihn im Krankenhaus. Okay. I see. Renn mal kurz zurück zum Auto. Damit wir weiter gehen können. Auch das war erfolgreich. Dann gibt es jetzt hier noch die zwei Stück. Du Scheiße. Ich glaube, das lag gerade. Habe ich? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich eine Mod drin habe, die das Spiel anders aussehen lässt. Falls ja, liegt es sicherlich daran. Und dass ich auch auf HDR spiele. Da gibt es sehr oft irgendwelche Probleme. Weil die meisten Mods nicht auf HDR ausgelegt sind. Was die Grafik so angeht. Okay, what the hell? Oh no! Das sieht mir nach ein bisschen was größerem aus. Einfach mal ein paar Granaten reinwerfen. Nee! Und einen fucking Sniper gibt's auch noch. Ja.
Holy shit, da ist viel los. Oh shit, da ist das denn? Holy moly! Hat er seinen Hammer verloren? Okay, sieht mir auch wieder ein bisschen so aus wie ein Obdachlosenfeld. Komm, stirb schon. Gib mir deinen Loot. Noch ein Sniper. Wer bist du denn, NC-Bewohner? Hier oben ist nix. Die Waffe ist Schrott. Ich glaube, das ist eine Smart-Waffe. Und deswegen kann ich nichts damit anfangen. Könntest du bitte sterben da hinten? Danke. Ich weiß übrigens, wann er gestorben ist, weil ich eine Razer-Tastatur habe und die blinkt, also da blinkt alles auf, wenn ein Gegner stirbt. Deshalb weiß ich manchmal früher, dass jemand gestorben ist. Also, den ich umgebracht habe. Also, ja. Er ist gestorben, wenn ich ihn umgebracht habe, ist ja klar eigentlich. Iria Cyberman betrieb militärische Pharmazeutika über Griff durch Mob. Spannend. Wie der hier abhängt. Zieht Schilder einfach auf dem Zeug. Okay, gibt's oben noch was? Ja.
wenn nicht sogar oben das Ding ist, was ich lesen muss. Na gut, hier gibt's fast nix. Fast nix. Nachrichten. Heute Nacht. Ihr bringt heute Nacht in zwei Gruppen weg. Eddies Gruppe nimmt Chuck Siegel, Luciano Duarte, Susanna Brito, Diago Brichter, Iria Seilman. Martas Gruppe nimmt Feja Spiegel, Spike Valentine, Chad White, Vicious, Volejo, Elektra Oivira. Und das ist einfach Spam. Ich glaube, wir haben es erledigt, was wir hier machen sollten. Ups. Von daher ist es schon wieder Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Cyberpunk 2077. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Got it. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.